Hallo, ich bin Jochen von DDW Tribal aus Hamburg, bin dort Mitglied in der Geschäftsleitung und verantwortlich für den Bereich Consulting. Das Thema heute ist Social Media KPIs im Gesamtmarketing-Mix. Und wenn wir uns dem Thema nähern, müssen wir zunächst mal eins feststellen. Das Thema Social Media hat ganz bestimmt eine neue Qualität ins Marketing gebracht. Aber wie man diese Qualität misst, das ist weitgehend noch umstritten und noch gar nicht so ganz klar. Es hängt damit zusammen, dass Social Media natürlich ein sehr, sehr neues Thema ist. Es fehlen hier immer noch Standards, auf die sich alle berufen und die allgemein eingehalten werden. Das Zweite, was wichtig ist, Social Media ist auch anders als das, was wir bis jetzt kannten in der Werbung. Es kommen neue Dimensionen hinzu, die wir so nicht gekannt hatten, und es ist nicht vergleichbar mit dem, was wir bis jetzt hatten. Und wie gesagt, es gibt neue Dimensionen. Es gibt Engagement, es gibt Dinge, die Leute aktiv tun. Das hatten wir so bislang nicht. Wenn wir uns die Entwicklung mal angucken, der Kanäle und wie man Ziele definiert hat und Erfolg gemessen hat, dann kennen wir alle das Thema TV und Print, die klassische Werbung. Da geht es in erster Linie bis heute um Reach, um Reichweite. Das heißt, es geht darum, wie viele Zuschauer erreicht eine TV-Sendung, wie viele Leser erreicht eine Zeitung. Das sind die KPIs, mit denen hier Erfolg gemessen wird. Eine neue Dimension kam hinzu ungefähr 1980 mit dem Thema Direktmarketing. Mit Printaussendungen waren jetzt Response-Elemente verbunden. Das heißt, eine Antwort-Postkarte oder irgendwas in der Richtung, wo man sich ganz konkret dann äußern konnte und wo man dann natürlich auch nochmal genauer messen konnte, war diese Maßnahme erfolgreich oder nicht. Und dann, so Mitte der 2000er Jahre, 2005, haben wir das mal angesetzt, das Thema Social Media Marketing und als Zieldimension Engagement. Jetzt geht es wirklich darum, tiefer einzusteigen, was von sich mitzuteilen, was mit anderen zu teilen. Eine neue Dimension, die bis dahin so nicht da war. Wenn wir das jetzt wieder zurückbrechen, ist Social Media eben nur diese Engagement-Dimension, dann muss man auch sagen, nein, ist es nicht. Die anderen Dimensionen spielen auch hier eine Rolle. Also das Thema Reichweite, das Thema Response, aber anders, als das vorher der Fall war. Wenn wir zum Beispiel an das Thema Reichweite denken, dann ist es in Social Media etwas anderes. Es geht auch darum, es geht darum, etwas Aktiveres. Es geht darum, dass man hier nicht mehr nur mit Reichweite zu tun hat, sondern eben mit Attention. Leute tun schon etwas mehr. Sie machen aktiv etwas. Nicht nur passiv eine Fernsehsendung anschauen, sondern sie klicken sich irgendwo rein, sie sharen etwas. Sie haben Fans, sie haben Views. Das ist eine neue Dimension. Ähnlich ist es bei dem Thema Response. Da geht es nicht mehr nur darum, irgendein x-beliebiges Element zurückzuschicken, sondern es geht um Shares, es geht um Likes. Das heißt, als User und Adressat einer solchen Maßnahme habe ich die Möglichkeit zu sagen, das hier gefällt mir. Und auch das ist sicherlich eine neue Dimension. Ein Like und ein Share mit einem Freund hat was anderes, als einfach eine Antwortpostkarte einzusenden, weil man sich von etwas selbst teilt und von sich sagt, das mag ich, das gefällt mir. Und die dritte Dimension, Engagement, ist dann das, was wirklich am neuesten ist. Denn da geht es darum, was sehr Persönliches von sich oft preiszugeben, Dinge hochzuladen, Filme, Videos. Das hat es in der Form früher einfach noch nicht gegeben. Wichtig, wenn man eine Social-Media-Aktion plant, sich über die Zieldimensionen im Klaren zu sein. Was will ich mit meiner konkreten Aktion erreichen? Und dann eben auch sehr konkrete Zielwerte festzulegen. Da braucht man manchmal ein bisschen Mut zu, aber es ist sehr sinnvoll. Also zum Beispiel sagen, meine Aktion soll 100.000 Likes erreichen oder vielleicht auch nur 1.000. Das ist letztlich egal, aber das Ziel zu definieren ist eine wichtige Geschichte und das vor dem Start einer Aktion, damit man sich daran anschließend kontinuierlich messen kann.